Hallo, ich bin der Bernhard Gruber und ich möchte jetzt euch kurz ein wenig was über Permakultur erzählen. Permakultur, dieses geflügelte Wort, ist ja zurzeit in aller Munde und es gibt natürlich viele Strömungen in der Permakultur und es geht aber eigentlich nur um ein Planungssystem für einen nachhaltigen Lebensstil. Dahingehend möchte ich gar nicht so viel rein interpretieren in die ganze Sache. Der Begriff Permakultur kommt aus dem Englischen, er heißt Permanent Agriculture, eine dauerhafte Landwirtschaft. So hat sich der Begründer, der Bill Mollison, dabei gedacht. Jedoch hat er sehr schnell festgestellt, dass wir für ein zukünftiges Überleben nicht nur die Landwirtschaft einbeziehen müssen, sondern auch, dass auch jeder Einzelne von uns einen Beitrag zu seiner Ernährung leisten muss. Aber wenn die Fläche nur so gering ist, es kann jeder einen kleinen Beitrag leisten, sei es auf dem Balkon, dass man vielleicht seine Kräuter selbst zieht oder Tomatenpflanzen oder Zucchini. Es geht alles da im kleinen Stil oder genauso der Salat. Denn alles, was ich selbst anbaue, muss ich mir nicht kaufen. Alles, was ich nicht kaufen muss, muss nicht irgendwo umeinander transportiert werden, muss nicht gewaschen werden und es muss nicht verpackt werden. Und es ist ja so, ich werde Sachen essen, die auch vielleicht aufschlagen sind, die was nicht so schön sind, die der Norm nicht entsprechen, wenn ich sie selbst anbaue. Und die Sachen werden es schon einmal gar nicht im Supermarkt schaffen. Also ist wichtig, dass ich selber einen Beitrag leiste. Und dann kommt auch noch der soziale Aspekt dazu. Alles, was ich nicht kaufen muss, muss ich nicht verdienen. Alles, was ich nicht verdienen muss, bleibt mir eigentlich mehr Geld über. Aber ich brauche nicht mehr Geld, sondern was uns ja heutzutage abgeht, das ist die Zeit für kulturelle Sachen, für gemeinschaftliche Sachen, für soziale Geschichten. Einfach eine Zeit, wo man lustig sein kann, wo man Freude hat mit Freunden oder mit der Familie. Das wäre so der Gedanke, dass man eben selbst was produziert. Ja, natürlich die Permakultur hat verschiedenste Ideen. Sie bietet ein Planungskonzept, Systeme zu planen, aber dieses Planungskonzept verfügt auch über eine Ethik. Und die drei Punkte, die drei Hauptpunkte der Ethik, die sagen: Sorge um die Erde, Sorge um den Menschen, teile gerecht und schränke dich ein. Sorge um die Erde ist wichtig. Wir haben nur diesen einen Planeten. Wir können sie nicht in einem Raumschiff sitzen und wegfliegen. Wir müssen diese Erde erhalten. Schau, aus reinem Opportunismus müssen wir aktiven Naturschutz betreiben. Der zweite Punkt ist eben Sorge um die Menschen. Das ist, dass man einfach andere Leute auch dieselben Möglichkeiten bietet wie wir selbst. Dass wir mit der Natur sorgsam umgehen, damit auch folgende Generationen nur die Natur in demselben Zustand vorfindet, wie wir sie vorfinden. Oder natürlich auch besser jetzt in den Zeiten. Eigentlich hätten wir ja die Aufgabe, wieder Renaturierungsmaßnahmen zu starten. Ja, und dann natürlich auch das gerechte Teilen und das Selbstentschenken ist eine sehr wichtige Sache, denn wir leben ja auf Kosten der dritten Welt und immer, wenn wer reicher wird, wird ein anderer ärmer. Das ist eine ganz andere Geschichte. Und so sagt man, einfach leben, damit andere einfach nur leben können. Das war eigentlich auch eine wichtige Sache in der Permakultur. Ja, weiter geht's dann im nächsten Video. Dankeschön.